Ho, 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 meine Lieben, mein Name ist Franzo und ich begrüße euch zum 8. Adventskalender natürlich meines diesjährigen Evolution-Kalenders 2022. Ich freue mich total auf den heutigen Tag. Ich freue mich eigentlich immer, denn es ist Dezember. Ich komme so langsam in diese weihnachtliche Stimmung. Ich habe ja Vorfreude in mir sozusagen und möchte mit euch heute ein schönes Türchen aufmachen. Die Frage ist immer, welches wird es sein? Wir haben hier auf der linken noch eine, ja, so ziemlich vollständige und auch große Produktpalette, während auf der rechten Seite Leere herrscht. So ziemlich alles schon abgefrühstückt worden ist, bis auf das letzte Päckchen dort hinten. Und deswegen, vollständigkeitshalber, werden wir heute in diesem Video das Paketchen dort hinten aufmachen. Hier ist das gute Stück, das achte Türchen unseres Evolution-Kalenders. Es steht so ziemlich nichts mehr im Wege. Dementsprechend wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Opening und dann machen wir den Lachs doch einfach mal gemeinsam auf. Wie man hier sehen kann, haben wir eine wunderschöne Tinbox zu Felinara in diesem Falle. Wir haben ja schon eine Tinbox aufmachen dürfen. Jetzt haben wir hier die nächste mit einem wunder, 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 wunderschönen Evolution. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es gibt nochmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ich habe mir mal ein Hilfswerkzeug mitgebracht und da ist auch das gute Stück, die wunderschöne Felinara V-Tinbox. Ja, eines meiner absoluten Lieblings-Evolution, wenn nicht sogar mittlerweile meine allerliebste Evolution, denn das Felinara ist nämlich ja, eine Evoli-Entwicklung, die in der sechsten Generation eingeführt worden ist mit den Spielen X und Y. Und da ist ja auch der Typ Fee neu hinzugefügt worden, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich finde, das ist eine tolle Bereicherung. Das hat ja quasi das ganze Typensystem, also die Schwächen und Stärken, nochmal komplett auf den Kopf gestellt, dadurch, dass beispielsweise Drachen-Pokémon gar keine Schnitte mehr gegen Feen-Pokémon haben. Also die Attacken sind dann unwirksam und so weiter und so fort. Auf jeden Fall finde ich das Felinara unglaublich süß. Man kann das hier auf der Promokarte nochmal genauer sehen. Es ist pink, es ist ja eigentlich pastellfarben, auch noch mit dem bläulichen. Hat schöne große Glubschaugen und eine riesengroße Schleife. Also, was will man mehr? Es ist einfach zuckersüß. Finde ich total toll. Und es hat auch eine besondere Art und Weise, sich weiterzuentwickeln. Also das Evoli, jetzt haltet euch fest, muss insgesamt drei Sachen erfüllen, um sich dann letzten Endes in ein Felinara zu verwandeln. Nämlich braucht das Evoli zunächst einmal eine Feenattacke im Moveset. Dann muss es ein Level aufsteigen und noch zusätzlich zwei Herzen Zutrauen in Pokémon Armee bzw. Pokepause haben. Also das ist eine ganz schöne Liste, damit sich das Evoli dann zu einem Felinara entwickeln kann. Später hat man das in der achten Generation abgeändert. Da muss das Evoli nur noch in Anführungszeichen zwei Sachen erfüllen. Nämlich braucht es eine Feenattacke im Moveset und generell Freundschaft bzw. sehr viel Zutrauen, die man dann wahrscheinlich mit einer Samtglocke noch mehr erhöhen kann. Und ich habe noch ein kleines Thema anzusprechen, nämlich die neuen Spiele Pokémon Karmesin und Purpur, die vor 2 Tagen aus meiner Sicht erschienen sind. Ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, nur ein bisschen meinen ersten Eindruck schildern, aber zuerst werden wir ein Booster Pack aufmachen. Wir haben hier Fusionsangriff, Kampfstile, strahlende Sterne sogar zweimal. Wow, okay, eine ja tolle Mischung aus älteren Sets, sage ich mal, des Schwert- und Schildzykluses, dann ja und dann mit Fusionsangriff und strahlende Sterne, ja ein paar aktuellere Sets. Und wir beginnen mit Kampfstile. An dieser Stelle wünsche ich mir einfach mal selber ganz viel Packluck und euch natürlich ebenso
Im Online-TCG. So, der Kartentrick ist wie immer 4 von hinten nach vorne. Und wir haben eine Pflanzenenergiekarte. Nein, leider nicht. Reißer, Dokles, ein Morpeko, Voldi, Linfu, Knofensa, Mulung, das gute Kramurks. Dahinter die Reverse Rare-Karte, ein Sarzenia. Okay, das ist schon mal so ein kleiner Hit für mich zumindest. Und ja, zu guter Letzt noch ein Belektro. Das ziehe ich gefühlt immer aus Kampfstile. Und dann starte ich doch einfach mal damit, ein bisschen über die Spiele Pokémon Karmesin und Purpur zu reden. Diese sind am 18. November 2022 erschienen und leiten somit die 9. Generation ein, was unglaublich ist. Also, ich will gar nicht wissen, wie viele Generationen es ja, dann geben wird, wenn ich alt und grau bin. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall spielt Pokémon Karmesin bzw. Purpur in der sogenannten Paldea-Region, die angelehnt an die Iberische Halbinsel ist, was mir persönlich sehr zusagt, denn ich verbinde sehr viel mit dem Spanischen bzw. der spanischen Sprache. Die habe ich ja selber auch lernen dürfen und das habe ich tatsächlich direkt im allerersten Trailer, wo man so ein bisschen mehr von der Region sehen konnte, an der Architektur erkannt. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Bevor es aber weitergeht mit meinem ellenlangen Monolog, machen wir weiter mit dem nächsten Booster Pack, mit Fusionsangriff. Ansonsten sitzen wir wahrscheinlich noch bis morgens hier und ja, dann wünsche ich mir ganz viel Glück. Denn hier sind auch die ein oder anderen schönen Karten zu finden. So, wir starten mit Psycho. Schade. Leider Elektro. Wir haben einen Sodachita, dann einen Safcon, den VIP-Kampfpass, ein wunderschönes, süßes Fukano, ein tolles Verlursi-Artwork, Simvolare, ein Toxel, oh. Toll, Kanimani, ein großartiger Starter aus der zweiten Generation. Wir haben noch ein Skorgla in Reverse und dahinter ein Olanga in Holo. Okay, immerhin eine Holo. Der ja, zweite Hit aus dem zweiten Booster, sehr schön. Ich hoffe, dass die dicken Brummer aber in strahlende Sterne zu finden sind, denn das Set sammle ich ja wie bekanntlich. Dazu gibt es eine tolle Master Set-Reihe. Welche sich Mission Master Set nennt. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da unbedingt vorbei, denn wir haben unter anderem schon ein ganzes strahlende Sterne-Display aufgemacht, wie auch eine Top-Trainer-Box oder einen Sammelkoffer und es wird auf jeden Fall noch ganz, ganz viel mehr folgen. Freut euch darauf, schaut unbedingt in die Videobeschreibung, da findet ihr die gesamte Videoplaylist und ja, es geht weiter mit strahlende Sterne. Ja, wundervoll. So kann man ein Booster Pack auch aufmachen, indem man einfach die ganze Rückseite rausreißt. Und dann habt ihr hier an dieser Stelle einfach mal den Code. Bevor es mit dem Video weitergeht, hier nochmal eine kleine Werbeunterbrechung für die Pokémetropole, einem wunderbaren Discord-Server, dem ihr gerne beitreten könnt. Möglicherweise habe ich euch vergessen, die Codekarte zu zeigen, also viel Spaß an dieser Stelle mit dem siebten Türchen und schauriger Herrschaft. Dann machen wir wieder den Kartentrick ganz geschwind, haben hier eine Feuerenergie. Nein, leider nicht. Hätte ja klappen können. Wir haben ein Knaxel. Klick, klack, den guten Barry, der Rivale. Ja, hier nochmal aus der vierten Generation. Sneeble, ein Slimer. Oh, wei, oh, wei, das Porenta, was hier wegrennt. Und ein Kaumalat in Reverse. Sehr schön. Dahinter haben wir noch ein wunderschönes Lapras in Regular Rare, aber nur. Schade. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich noch. Ja, nicht so viele Stündchen an Pokémon Karmesin in diesem Falle sitzen konnte, weil ich zum Zeitpunkt, wo der Release war, sehr, sehr lange unterwegs war. Unter anderem war ich abends dann auch auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt
Markt und habe da so ein bisschen gestöbert, das eine oder andere schöne Objekt der Begierde gefunden. Und ja, bis ich dann zu Hause angekommen bin, bin ich eher tot ins Bett gefallen, als noch so wirklich zu zocken. Ich glaube, ich habe höchstens eine Stunde dran gesessen und konnte meinen Starter auswählen und dann war auch schon Schicht im Schacht. Ich habe mich für Krokel entschieden. Ich hatte ja früher immer mein Trailer-Talk-Format, wo ich mich daran gesetzt habe, die Trailer analysiert habe und spekuliert habe, aber das mache ich nicht mehr, einfach weil ich mich wirklich nicht spoilern lassen möchte. Ich möchte mich überraschen lassen, wie die neuen Pokémon ausschauen und allgemein die ganze Welt, die Paldea-Region für mich selbst entdecken und mich da nicht von anderen Meinungen beeinflussen lassen. Das Besondere an Pokémon Karmesin und Purpur ist ja dieser, ja, Open-World-mäßige Aufbau, sodass man nicht wirklich eine Story-Reihenfolge hat. Das macht mir so ein bisschen Sorge, dass die Story dann wirklich untergeht. Zusammengefasst habe ich einfach noch nicht so viel spielen können, aber das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Es macht unglaublich viel Spaß und ja, diesen Spaß, diese Vorfreude, die hatte ich zuletzt, glaube ich, was die Hauptreihe betrifft. Ja, zuletzt bei der 6. Generation. Ich freue mich einfach, gleich wieder ein bisschen zocken zu können und ja, bin auf jeden Moment einfach gespannt, den ich dann erleben darf. Und ja, wir kommen nun zum letzten Booster Pack. So, wir haben hier eine Elektroenergiekarte. Wir hatten zweimal Elektro und zweimal Unlicht. Vielleicht ist das ja ein Zeichen. So, wir haben jetzt noch einen Klick-Klack, den guten Barry Slimer, Owaiowai. Und das waren so ziemlich die gleichen Karten wie im letzten Booster. Wir haben hier noch einen Petsneef. Die Reverse-Karte ist in diesem Falle die gute Gloria. Und dahinter, ja, das letzte Kärtchen. Ein Manaphy. Schade, schade, Schokolade. In dieser Tinbox hatten wir leider nicht die Ausbeute, die wir zuletzt in den letzten Türchen gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch dieses Türchen aufzumachen. Ich hoffe, euch hat das ebenso unterhalten. Wir haben hier nochmal, ja, die Hits des Tages mit unserer Satzenia Reverse Rare Karte und dem Olangar in Holo. Immerhin eine Holo, so heißt es doch. Und an dieser Stelle muss ich mich auch schon leider von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, bis zu den nächsten Videos und vor allen Dingen Adventskalender-Videos meines Evolution-Kalenders 2022. Eure Fanta und ciao, ciao.